Und hier ist ein interessanter Punkt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ka'b ibn Malik, sagt, er hat ihre Entschuldigungen angenommen. Bei drei Männern hat er das nicht gemacht. Drei Männer hat er nicht entschuldigt. Er hat sie gerügt und es gab eine sehr brutale Boykottierung. Es gab eine Art von Boykottierung, gesellschaftlicher Boykottierung von drei Personen. Unter anderem Ka'b ibn Malik. Und zwei von denen waren Badriyun. Zwei von den anderen Gefährten des Ka'b ibn Malik waren Badriyun, wie hier auch erwähnt wird, also Leute, die an Badr teilgenommen haben. Und hier stellt sich eine Frage, die sehr interessant ist. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht an den Hadith von Hatib ibn Abi Balta'a. Mit dem Vorfall, als er diesen geheimen Bericht weitergegeben hatte nach Mekka. Und am Ende hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, als Umar rügende Worte sagte zu Hatib ibn Abi Balta'a, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach dann darüber, dass Allah Ta'ala den Badriyun vergeben hat. Es stellt sich die Frage, diese zwei Männer, die in Begleitung von Ka'b ibn Malik waren, also ich meine, auch davon betroffen waren von diesem Boykott, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam veranlasst hat, warum wurden sie nicht entschuldigt? Sie waren auch Badriyun. Warum wurden sie nicht entschuldigt? Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Einfach, war der Entschuldigungsgrund von Hatib ibn Balta'a einfach nur, weil er an Badr teilgenommen hat? Das war es ja nicht. War er nur deswegen, das ist die Ursache, warum er in allem, was er getan hat, einfach folgenlos entschuldigt wurde? Anscheinend nicht, weil sonst müssten diese zwei auch entschuldigt worden, aber sie haben einen bitteren Boykott erlebt. Wenn sie an dieser Stelle erwähnen, sie das nämlich tatsächlich, dieses Problem, das scheint noch ein Problem zu sein. Sie erwähnen hier nämlich diesen Fall und sagen, der Grund ist, Hatib ibn Balta'a hatte einen Entschuldigungsgrund vorgebracht. Sein Entschuldigungsgrund war diese Absicht, die er hatte. Das, was er erzählt hat, ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen, den ganzen Vorfall. Aber er hatte einen, in Anführungsstrichen, plausiblen Grund genannt, seine Bewegungsgründe geschildert und das war seine Entschuldigung. Nicht, dass er an Badr teilgenommen hat. Mensch, na.